Zeit. So, wir brauchen hier wieder mal die obligatorischen 4 Minuten zum Einrichten. Ich brauche mal ein bisschen Feedback von euch, Freunde. Könnt ihr mich hören? Wie ist das Bild? Wie ist der Ton? Ich versuche mich hier jeden Samstag neu reinzufummeln, ne, in die ganze Optik. Wenn ich hier stehe, sieht man mich da? Ja. Warum geht der Livestream hier nicht an? So, wir gucken mal. Kann mich irgendjemand sehen? Du hast da irgendwo Ton drauf. Habe ich rausgemacht. Ja, sind schon welche da. Mahlzeit. Völlig unerwartet. Ich versuche mal hier an der Seite ein bisschen mitzulesen. Geht das so? Warte mal, lass mich mal. Wie sehe ich aus, Freunde? Wie sehe ich aus? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet bis jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, ich brauche noch mal 2-3 Minuten für die Vorbereitung. Und dann werden wir schön einen wegkochen hier. Vorbereitung, ihr wisst. Ah, wer hat's erkannt? Wer hat's erkannt? Nee, ist gar nicht auf dem Kamerabild, Hasi. Ich wollte nur den Ton. So. Wie ist der Ton? Wie ist das Bild? Sag mal ein bisschen was. Wir sind denn schon alle da? Ein Prachtrücken. Der olle Silberrücken. Was gibt's heute? Ja, was gibt's heute, Freunde? Ich werde euch verwöhnen, oder eigentlich werde ich uns verwöhnen, mit einem wunderschönen Chicken Curry im Bobby-Style. Ihr wisst, 030 Kitchen, ich wollte eigentlich draußen am Grill stehen heute, aber das Wetter lässt es einfach nicht zu. Deswegen geht's in die Küche und Chicken Curry ballern. Aber einfach und auf entspannt. Erstmal Cheers auf euch. Du siehst immer aus wie Chef. Jedes Bier schmeckt besser aus 030. Wer? Chef, Alter? Da passt noch. Also wenn ich ein bisschen wieder in die Sonne komme, vielleicht, ja. Wer ist denn schon alle da? Killer, moin. Aaron. Stefan, grüß dich. Don't worry, eat curry. Das ist korrekt. Yip, yummy. Ja, dauert ein bisschen, dauert ein bisschen. Wir wollen uns hier auch mal ein bisschen sammeln, ne? Wie gesagt, die Coffee hatte alle ein wunderschönes Wochenende bis jetzt. Was gab's denn heute bei euch zu essen? Mal bitte rin in den Chat. Ich fange schon mal an, mich hier zu sortieren, leicht. Sollen wir mit den Zutaten anfangen? Ich bin mir heute wieder ein bisschen unsicher. Es gibt auf jeden Fall Reis dazu. Kann man das so sehen? Guck mal hier. Ich habe hier roten, oder eigentlich sieht der schwarz aus, schwarzen Reis aus Italien. Also ideal passend für einen Chicken Curry. Und ihr wisst, ich habe es nicht so mit Reis, ich muss mich da ein bisschen heute ranfummeln wieder. Ich habe gerade schon gelesen, eine Tasse Reis auf 5 Tassen Wasser, das werde ich wohl noch hinkriegen. Ich glaube, damit starten wir auch, ja? Also Freunde, Grundzutat erstmal Reis. Eine Tasse Reis, zack, und 5 Tassen Wasser, kaltes Wasser. Nein, wir waren noch nicht in Indien. Ist das deine Reise wert? Ich bin mir da mal nicht ganz so sicher. Zwei. Mal guck mal, bei André gibt es Spinat, Kartoffeln und Rührei, ist ja ein Ding. Gab's bei uns auch. Gestern, oder? Vorgestern. Ist das Wasser-Reis-Verhältnis nicht normalerweise 1:3? Und in dem Fall 1:5? Täusche ich mich da? Ich habe keine Ahnung von Reis, Freunde. Waren das jetzt 3 oder 4? Was in der Mitte zählt? Ich glaube, waren 4. So, ganz schön viel Wasser. Sicher, dass das so richtig ist? Also ich verlasse mich da wirklich gerne auf die Packungsangaben. 100 Gramm auf 5, 1:5. 1:5. Gut, gut. Wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Wenn ich es nicht essen kann, muss ich Reis nachbestellen heute. Suchen wir schon mal eine Telefonnummer von einem Lieferinder raus. Oh, Lasagne mit Salat ist auch lecker. Und vorhin hat einer gesagt, Reibekuchen. Auch sehr lecker. Reibekuchen hatten wir auch lange nicht mehr. So, Janka. Alter, ich sterbe hier gleich wieder an diesem Herd. Was? Freunde, die, die uns länger verfolgen, wissen, ich habe den beschissensten Herd dieser Welt, weil Saskia sparen wollte und für 130 Euro ein Induktionsfeld gekauft hat. Leck mich am Arsch. Hier, Donation-Glocke ist da. Hört da, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne über den Superchat ein bisschen was spenden, dann kann ich mir vielleicht irgendwann mal einen neuen Herd kaufen. Das wäre äußerst nice. Ich krieg die Dinger nicht mal an.
So, Kindersicherung. Kindersicherung ist raus. Hallo Anja, klingt auch super. Kochen lassen. Muss wow. da jetzt Salz rein? Ja, da muss Salz rein. Baby, ja? Ein Tanz. 20 Euro von... Bam! 20 Euro, Alter. Vielen Dank. Dann geht's schneller mit dem Herd auf jeden Fall. 1975 Soshi. Vielen, vielen lieben Dank für deine 20 Euro Donation. Ja, Liebe geht raus. Er wird gut investiert, verspreche ich. Eierkuchen mit Apfelmus. Sehr, sehr lecker. So, wartet, ich habe mich abgelenkt. Salz. Salz muss rein, ne? Salz muss rein. Wir nehmen mal hier das gute Kalahari-Wüstensalz. Naja, so ein bisschen auf Auge, oder? War schon zu viel? Ich bin verliebt. Ich bin immer noch verliebt in meine Frau. Seit 10 Jahren, tatsächlich. Sind wir schon bei 10 Jahren? Knapp, oder? Na, verheiratet noch nicht zusammen, ja. Okay. Das muss man auch erstmal schaffen heutzutage, dass das jemand 10 Jahre mit mir aushält, Freunde. Glaubt mir das. So, kaltes Wasser bringe ich zum Erhitzen. Könnte mal bitte der eine oder andere von euch einen Wecker stellen. Auf der Packung steht 30 bis 35 Minuten. Sagt mir mal Bescheid bitte, wir vergessen das sowieso. Der 1975 Soshi heißt auch André. Heißt auch André? Ja, du kannst ihn mal grüßen. Sag mal lieber André. Nochmal Grüße an André. Danke für deine Donation. Wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Meine Frau wollte auch den billigsten haben. Immer sparen, immer sparen. Des Weiteren brauchen wir heute an Gewürzen von der Spice Bar ein bisschen was Süßes. Ah, hier hört er wieder nicht auf. Zack, vielen Dank Bacardi 03 für deine 2,29 Euro. Und, wow. Alter Schwede, Alter. Doris, zack, vielen Dank für den Fuffi. Jetzt geht's aber... Okay, der Herd kommt schneller als wir denken, oder? Ganz, ganz krass. Hört mal auf, ich muss jetzt ein bisschen kochen hier. Fliegen auch gleich die Löffel. Nein, ich hoffe nicht. Die Löffel fliegen noch. Warte mal, ich hab abgebrochen. Ihr bringt mich schon wieder durcheinander. Also, wir brauchen Kokosblütenzucker, Freunde, heute. Wir haben Curry. Wir benutzen Kokoscurry. Schmeckt in der Kombination wirklich sehr, sehr geil. Wir brauchen ein bisschen Salz, ein bisschen glorreiche Halunken als Pfefferchen. Wir brauchen ein bisschen Geflügelbrühe. Tomaten, passierte, könnt ihr auch in Stücken nehmen. Normalerweise müsste man die ganze Geschichte auch noch pürieren, das sparen wir uns gerne. Deswegen nehme ich schon mal die Zutaten so, dass sie möglichst klein sind. Ein bisschen Sahne oder in dem Fall Schlagrahm. Was ist denn der Unterschied zwischen Schlagrahm und Sahne? Ganz kurz mal, Patrick sagt, ein Fuffi ist eigentlich ein Stripwert, oder? Alter Schwede, das will doch kein... Aber es wird keine, es ist keine Musik hier, deswegen kann ich nicht strippen. Tut mir leid. So, ihr lenkt mich ab, ihr lenkt mich ab. Wir brauchen hier Mandeln. Ein wenig Mandeln. Wir brauchen Zwiebel, Knoblauch, ja, ein bisschen Paprika und als grüne Deko zum Schluss hier so ein bisschen Lauchzwiebeln. Die kommen so rüber, können wir das sehen? Ja, was haben wir jetzt vergessen? Chicken. Das sagt bitte nicht. Chicken. Und Chicken. Einfach Hähnchenbrust in so große Stücken geschnitten. Saskia hat da schon mal was vorbereitet. Vielen Dank dafür. So. Die Frage wurde gestellt, Olivenöl, ja. Warum du noch keine Poldernstange hast. Oh, soll ich die hier noch, wo passen die hin? Soll ich hier noch eine Stange reinmachen? Freunde, ich brauche relativ viel Platz für meine Stange, wenn ich sie dann bekomme irgendwann. Hm? Genau, wir nehmen übrigens pastierte Tomaten, weil normalerweise nimmt man gehackte, die müsste man dann allerdings pürieren und das sparen wir uns und deswegen... Genau, wir haben auch die Zwiebeln extra schon relativ klein geschnitten, damit wir danach gar nichts mehr machen müssen. Wir machen das alles in einer Pfanne, hier wird gar nicht groß rumgesponnen. Ihr kennt mich, Freunde, ich habe ja keine Lust und keine Zeit. Olivenöl hatte ich erwähnt. Genau, ich schmeiß mal den zweiten Kameraden hier an oder ich versuch's wenigstens. Patrick sagt, Kochherd raus, Stange rein. Ja. Ja, wäre vielleicht bei dem Ding sogar die bessere Alternative. Vielleicht bauen wir auch die Grillecke einfach noch viel größer auf, dass wir wirklich alles draußen machen können. Dann können wir das ganze Ding hier abreißen eigentlich, oder? Braucht da kein Mensch. So eine Küche, so eine Kaffeemaschine reicht mir völlig. Da muss ich nicht mehr kochen. Habt ihr mir schon gesagt, was es heute gab bei euch? Ja, ne? Mhm. Warum hast du eine Sonnenbrille auf? Ja, warum liegt hier überall Stroh? Man weiß es nicht. Was ist denn mit den Tomaten los? Passiert. Auch nicht schlecht. Der war relativ flach, ne? Aber der kommt dann langsam. Die Boost-Taste. Es gibt doch keine Boost-Taste an diesem Ding. Da haben sie die Boost-Taste weggespart. Die hätte ich, glaube ich, für einen Fünfer mehr bekommen. Der war nicht mehr drin. Boost-Taste. So,
Pfanne, ein bisschen Hitze oder in dem Fall, naja, Wärme, Wärme, ordentlich Olivenöl, Freunde, gutes Olivenöl in die Pfanne. Jedes Gericht lebt und stirbt mit dem Olivenöl. Hey, wir grüßen mal Kusamui, oder? Kusamui ist auch am Start? Kusamui ist auch da. Hallo, oh, Svenny. Grüße gehen raus, ne, an Svenny und die liebe Frau. Genau. Stroh, richtig, Mahlzeit. Für wie viel nimmst du die Brille ab? Für einen Ram, oder? Ja, also entweder für einen Dodge Ram oder bei, ich habe schon ein paar Mal versprochen, bei 100.000 Abonnenten auf YouTube, werde ich die Brille vielleicht auch mal ganz kurz abnehmen. Also gib mal ein bisschen Gas, ne? Ordentlich teilen, liken, kommentieren, unsere Videos verbreiten, dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller mit den 100k und ihr bekommt, ich weiß, ist das nicht vielleicht zu sexy, wenn ich sie dann abnehme? Na, ich weiß nicht. So, Öl, erhitzen in Pfanne. Oh ja, da ist schon Hitze drauf, Freunde, Zwiebeln. Alter Schwede, hier passiert ja richtig was. Da sind wir ja nicht gewöhnt. Zwiebeln in die Pfanne, leicht andünsten bitte. Du musst ganz schnell 8-mal drauf drücken, dann gewinnst du Freispiele. Auf was denn drücken? Na, am Herd. Ich glaube, ich kriege immer nur, die Bücher sind immer bei mir gerade in der Bücherei verschwunden und die Männer sind in der Berufsschule und der gewinnt da nichts. Ne? Glücksspiel, nichts für mich, Freunde, nichts für mich. Ah, Rufe sagt, hier. Die kochen heute die Cola Wings nach. Oh, die Cola Wings. Da muss ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Super, super lecker. Nehmt euch ein bisschen Zeit für die Soße. Die braucht teilweise wirklich ein bisschen länger. Oder ihr nehmt ein bisschen weniger Cola, ne, zum Einkochen. Also länger Zeit einplanen, bitte. Da kommt bestimmt noch ein Prank an, Bobby. Ich lasse mir was einfallen. Für einen Prank? Auch gar nichts. Ihr redet schon wieder über mich. Was sagt ihr denn zu meinem Ostermenü, Freunde? Ja? Das Lamm war wirklich deliziös. Was gibt's bei euch zu Ostern? Bitte hier auch nochmal in den Chat reinballern. Also sollte es nicht dieses wunderschöne Osterlamm aus dem Dutch-Ofen bei euch geben. Was gibt's denn? Hm? Schreibt mal. Grüßen mal Andrea. Schöne Grüße, Andrea. Nein, leider hat Heineken noch gar nicht geantwortet. Die zieren sich noch ein bisschen. Mhm. Würdest vielleicht, du dir den Bart rasieren? Vielleicht, warum soll ich mir denn den Bart rasieren? Ich habe ja keine Haare mehr, Freunde. Das geht nicht. Wobei, ich habe heute gesehen, guck mal. Ja, ich habe heute Morgen vergessen, das sprießt schon wieder. Es sind tatsächlich noch ein paar Haare da, nicht mehr so viele, aber an einigen Stellen wächst da noch ein bisschen was. So, Zwiebeln sind leicht angegleist. Jetzt kommt der Knoblauch dazu, bitte. Ich fand den Burger Ritze auch sehr, sehr geil. Geiler Burger. Wirklich geiler Burger. Was gibt's zu Ostern? Schwiegermutter in saurer Sahne. Was ist denn das? Na, Yum Yum, ich weiß es nicht. Schwiegermutter in saurer Sahne. Ich muss mal hier die Abzugshaube anmachen. Wir haben ja ordentlich Aroma gerade. Ne? Schichtfleisch ist auch sehr geil. Muss mal kurz die Küchentür schließen, glaube ich. Schichtfleisch geht immer. Baby, was sagst denn du zu dem E-Grill von Weber? Weber Elektrogrill ist der Puls, oder? Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Habe ich leider persönlich noch nie ausprobieren dürfen. Meine Oma hat mir immer gesagt, wenn ich keine Ahnung habe, einfach mal Schnauze halten. Dementsprechend halte ich in dem Fall die Schnauze. Ich bin jetzt kein Riesenfreund von E-Grills, weil normalerweise die Hitze einfach nicht so kommt wie bei Gas oder Kohle. Ich kann mich da auch täuschen. Ist das Ding gut? Da sind doch bestimmt noch ein paar von euch in den Kommentaren, die so ein Ding auch haben. Schreibt doch mal was dazu. Also die essen mitunter Rouladen, Flanksteaks. Flanksteak muss ich auch mal wieder machen. Ja, ja. Also sehr, sehr geile Gerichte. Die lassen sich auch mal was vom Chinesen kommen oder Fried Chicken. Also ihr habt echt ein, wirklich alle mitunter ein wunderschönes Ostermenü. Sehr lecker. Mhm. So, Zwiebeln, Knoblauch angedünstet, Mandeln mit dazu, Freunde. Auch mal kurz Hitze nehmen lassen. Pulled Pork auch sehr gut. Oh, Pulled Pork müssen wir auch mal wieder machen. Ich muss so viele Sachen mal wieder wiederholen. Genau, und Björn sagt lieber eine Glatze als gar keine Haare. So sieht's aus. So sieht's aus. Dafür gibt's eine Ehrenglocke. Ja? Oh, da
fängt jemand auch schon an, ordentlich an den Sportgeräten zu grillen, Feuerplatte und Smoker. Ja, wird Zeit, Freunde. Grillen hat keine Saison, ne? Die ersten Sonnenstrahlen bitte nutzen. Baby, du sollst was trinken, bitte. Warum? Weil die sagen, du siehst ganz lustig aus. Ja, ich bin schon total dehydriert eigentlich. Unterhopft eigentlich, ne? Ich trinke nur noch für Donations, Freunde. Ich prostituiere mich jetzt hier im Livestream total. Ah ne, das dürfen wir ja nicht. Und Rainer ich trinke nicht für Donations. Rainer sagt, du sollst danach nicht wieder das Video löschen. Ja, war übrigens ein Fehler. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wer noch diese Probleme hat, YouTube spinnt momentan ein bisschen. Also wir haben ganz, ganz viele Probleme mit dem Uploads der Videos, mit der Beschreibung der Videos. Und in diesem Fall hat er mir angezeigt, dass er das Video anderthalb Tage lang verarbeitet hat und hat einfach nicht aufgehört. Und dann hat das mir doppelt angezeigt. Ich wollte eins löschen und der Livestream war weg. Das tut mir leid. Müssen wir nochmal machen. Was war das? Aioli-Pasta, oder? Aglioli-Pasta. Was gibt's zu essen, Baby? Heute Chicken Curry Bobby Style. Ganz, ganz einfach, relativ schnell. Und viele Grüße und einen lieben Dank an Los Mate. Richtig ausgesprochen? Der Tanz gibt's, oder? Vielen Dank für deine 2 Euro. Er fragt doch noch, was unser Lieblingsbiergarten in Berlin ist. Oh, Bier. Ja, haben wir überhaupt noch einen? Also ganz groß zu empfehlen, wenn wir wieder aufmachen dürfen, also wenn alles wieder seinen normalen Gang läuft, auf jeden Fall das Blackbeards Berlin in Marzahn. Hat eine wunderschöne Außenterrasse, wunderschönes Essen, super Bier. Also sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, sind wir in Marzahn zu finden, glaube ich. Ansonsten weiß ich gar nicht, wo gehen wir da noch hin? Also, wir sind gar nicht mehr so die großen Kneipen- und Disco-Gänger, wollte ich gerade sagen. Tomasa war immer noch ganz schön. Kennt einer das Tomasa in Berlin? So, guck mal. Alles angeröstet? Super schön. Jetzt gehen schon Gewürze dazu. Und zwar fangen wir jetzt an mit einer kleinen Prise Zucker. Nicht so viel, aber ein bisschen Kokosblütenzucker kann da ran. Und jetzt ordentlich. Hör auf. Von unserem Kokoscurry. Und zwar richtig. Die Zwiebeln sollen ordentlich Geschmack abkriegen. Erkennen deine Enkel nicht, dass es wirklich der Hase ist und kein Hähnchen. Aber ich weiß nicht. Bitte was? Hase habe ich schon lange nicht mehr gegessen. War das so ähnlich wie Hähnchenfleisch? Ich bin jetzt kein großer Kanickelfreund, ehrlich gesagt. So, wirklich ordentlich von dem Kokos da rein. Die Hitze auf der Pfanne mit dem Öl bringt jetzt auch die ganzen Aromen dazu, richtig nochmal rauszukommen. Also ganz kurz mal anrösten das Ganze. Ein wenig Salz. Zack. Freunde, ihr wisst, wir machen das alles nach Gefühl. Ein bisschen was von den glorreichen Halunken. Da ist auch noch ein bisschen Chili dabei. Ja, ist ja Bobby-Style heute. Und gleich noch unsere Paprika dazu. Und nochmal ganz kurz eine Minute hier. Schöne Bewegung halten, bitte. Wir wollen nicht, dass das anbrennt. Wann machst du wieder ein Video mit Pommesman? Pommesman? Gut, schreib den nochmal an. Ne? Der meldet sich ja wieder nicht. Ich glaube, wir haben alle relativ viel zu tun momentan. Gott sei Dank. Aber gerne. Für Pommesman hat immer eine offene Tür. Ist halt immer von der Entfernung her ein bisschen weit. Deswegen muss man immer gucken, dass man das gut terminiert. Oh, jetzt, wenn ihr das riechen könntet, Freunde. Wir brauchen Geruchs-YouTube. Natürlich sind die Gewürze von der Spicebar. Na klar. Hallo Spicebar, beste Gewürze. Freunde, hier. Kokos-Curry. Ne? Und nicht vergessen, hier schreiben wir es auch nochmal ein. Da steht es ja. Ein bisschen Werbung mit dem Gutscheincode SPICY030BARBECUE. 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro bei der Spicebar. Einfach mal auschecken. Ne? Baby, dein Lieblingsstück vom Fleisch? Vom Fleisch mein vom Tier? Mein Lieblingsstück vom Fleisch? Dein Lieblingsfleischstück vom Tier. Oh, das ist immer nicht... Also ich liebe Rindfleisch wirklich über alles. Ich bin ein großer Freund, ich kriege da immer mit Knochen. Auch wenn das, ja, ich weiß, unwirtschaftlich ist. Tomahawk Steaks, T-Bone Steaks, damit kriegt er mich eigentlich immer. Ansonsten halt, ja, vom Tomahawk das Entricot oder das Ribeye Steak. Ist eigentlich so mein Favorite. Sassi steht eher auf Filet. Die mag es, wenn da ja kein Fett mehr drin ist. Entricot ist aber eigentlich so mein. Ich esse alles gerne. So, wann kommt wieder ein Video mit Klaus? Klaus, auch den dürft ihr gerne mal anschreiben. Heute wieder, wie beim letzten Mal, bitte mal auf Klaus sein letztes Video wechseln und Hashtag BBC in die Kommentare. BBC, Berlin-Brandenburg-Connection. Vielleicht wird der Klaus da mal wieder aufmerksam. Auch da, der ist zwar relativ nah dran, aber von uns sind es tatsächlich auch nochmal bei Verkehr meistens 2 Stunden. Man muss sowas länger planen, ne? Aber kommt bestimmt. Lasst mal die Sonne ein bisschen rauskommen, dann kommen auch wieder ein paar Kooperationen mehr hier. Wir wollen dieses Jahr sowieso mal ein bisschen auf die Kacke hauen.
was macht denn hier unser Reis? Rainer fragt, wann kommt mal wieder was auf deinem Zweitkanal? Ja. Ja, war wieder ein Schnellschuss, ne Freunde? Auch da kommt was. Ich habe mir tatsächlich, so ab nächste Woche, habe ich mir mal ein bisschen mehr Zeit genommen. Das Leben verändert sich ein wenig und da werden Videos kommen. Unter anderem auch ein relativ interessantes Projekt. Kann ich das eigentlich schon mal spoilern hier? Und zwar werden wir ein Hausboot bauen. Also nicht wir jetzt beide, sondern ein sehr, sehr guter Freund, der liebe Tarkin, baut sich sein eigenes Hausboot. Und tatsächlich werde ich das ein wenig begleiten und ein bisschen verwiloggen für den Zweitkanal. Wer darauf Bock hat, das wird eine Mammutaufgabe, ich weiß auch noch nicht, wie lange das dauert. Dass ich dann, glaube, er hat sich 6 Monate Zeit genommen für die ganze Geschichte. Also wir bauen es wirklich von Grund auf mit Pontons, Rahmen, Hausbau, Inneneinrichtung, Motor, Klima und alles, was dazu gehört. Wir bauen ein komplettes Hausboot. Ganz, ganz kranke Nummer. Bei Mr. Walter übrigens, der wird dann auch noch dabei sein. Ja, Urlaubsvlogs hätten wir gern gemacht, aber tja, wie ihr alle selber schmerzlich erfahren könnt, ist es nicht so einfach. Also wenn es möglich ist, wenigstens innerhalb Deutschlands, das werden wir probieren, auf jeden Fall. Wir gucken mal. So, also wie gesagt, Geruch ist fantastisch, so sieht das jetzt aus. Ja, das löschen wir jetzt ab mit einem halben Glas Geflügelbrühe. Da möchte jemand wissen, das Synonym 030, das ist die Vorwahl für Berlin. Ja. War schon immer, also Festnetz-Vorwahl für Berlin ist immer 030. Deswegen 030 aus dem Herzen. So, Marco hat Klaus angeschrieben mit. Ja, sehr gerne. Und immer runter. Klaus grillt bitte, neueste Video auschecken, Hashtag BBC in die Kommentare. Dem wird dann schon irgendwann auffallen, dass hier irgendwas komisch ist. Und dann wird er auch mal an uns denken. So, hier mal ein bisschen Temperatur raufziehen lassen. So, wo bist du jetzt? Du hast jetzt alles angeschwitzt, die Brühe drin, Gewürze drin. Was kommt als nächstes rein? Wir müssen gleich noch, kommt das, die passierte Tomate kommt noch dazu. Ja. Und dann kommt schon das Hähnchen dazu. Die Sahne machen wir ganz zum Schluss beim Abschmecken mehr oder weniger. Aber wir gucken mal, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Aber es sieht schon alles ganz gut aus. Was ist bei euch? Grüße aus Thüringen. Grüße zurück nach Thüringen. 030 Ausboot. Blöde Frage. Wie kann man dir Rezepte zukommen lassen? Du, wenn du Bock hast, mir was zu schicken. Also ich stehe immer darauf, mich inspirieren zu lassen. Gerne auf Facebook oder Instagram über Privatnachrichten oder auf die E-Mail 030barbecue@gmail.de einfach mal ein Rezept rüberballern. Wir gucken uns alles mal an und vielleicht ist das ein oder andere dabei, was wir dann auch mal nachmachen. Also sehr gerne einfach immer Rezepte ballern, Freunde. Noch was grillt hat BBC geschrieben. Hashtag. Ich wollte dich doch gar nicht so schnell sehen. Grüße gehen raus an den lieben Klaus. Und Grüße gehen raus an Chris Dain. Chris, danke für die 5,50 Euro. Warte. Der Bobby Schaffel, was hast du denn geschrieben? Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Dutch-Ofen-Plan. Was hast du da geplant? Würde wahrscheinlich nicht nur mich. Was meinst du denn mit Dutch-Ofen-Plan, Dicker? Steh ein bisschen auf dem Schlauch. Also wir wollen mehr mit Dutch-Ofen machen, aber was meinst du jetzt genau? Auf jeden Fall Vlogs USA kommen auf jeden Fall. Wir stehen so in den Startlöchern. Hast du schon gebucht? Ja, wir wollten ursprünglich dieses Jahr sogar fahren mit Andi, aber leider können wir ja nicht. Wird ja nichts. So, Freunde, hier ist ein bisschen Temperatur drauf. Jetzt kommen die passierten Tomaten da noch. Ja, hast du gut gemacht. Kann er ja sehen, oder? Nein, natürlich. Kann man das mitessen? So, passierte Tomaten dazu. Achso, übrigens, weil Klaus jetzt hier aufgetaucht ist, braucht er jetzt nicht mehr auf seine Videos gehen und nicht mehr BBC kommentieren, ne? Oder macht er doch, ne? René hat fragt, ob du rauchst. Ach du Scheiße. Freunde, ich bin tatsächlich ein rückgratloses Arschloch, wahrscheinlich das Größte, was ich selber kenne. Ich habe tatsächlich, der eine oder andere, der uns schon länger verfolgt, hat das mitbekommen. Ich habe vor, zeitlich bin ich jetzt ganz schwierig, vor einem Jahr aufgehört zu rauchen und habe neuerdings leider wieder damit angefangen. Schande über mein Haupt. Ich glaube aber, Saskia ist schuld. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bitte, Saskia ist schuld. Die hat nämlich schön weitergeballert
Und weil ich so rückgratlos bin, habe ich es irgendwie nicht geschafft, standhaft zu bleiben. Aber es ist ganz doll kacke und ich werde versuchen, das wieder zu lassen. Das ist versprochen. Bei 100.000 Abonnenten höre ich auf zu rauchen. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. So, Tomaten sind drin. Oh, das riecht aber wirklich schon. Fantastisch. Fantastisch, Freunde. Hat einer auf die Uhr geguckt, wie lange braucht der Reis? Wie lange ist denn der schon drin? Schreibt mal bitte. Wann willst du das Hühnchen hier reinmachen? Kommt sofort. Nee, leider wieder richtige Zigaretten. Ich hatte nämlich spaßenshalber, als ich aufgehört habe, komplett zu rauchen und dann quasi auch zu dampfen, das habe ich so parallel gemacht, habe ich dann gleich meine ganze Dampfe verkauft und dementsprechend rauche ich jetzt wieder ordentlich, ne? Wieder Marlboro-Mann. 20 Minuten. Ist der Reis schon drin? Mhm. Ich sehe hier bloß schwarzes Wasser. Na, wer wohl, Matze? Das bin, glaube ich, ich. Keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung. So, in unser ganzes Suppengedöns kommt jetzt das Hühnchen. Müssen wir auch nichts mit machen, kommt einfach so mit drin. Unterrühren. Und das Ganze sollte dann auch in den nächsten 10, 15 Minuten schon fertig sein eigentlich. Ganz zum Schluss, oder ich sag mal so nach der Hälfte, rühren wir nochmal Sahne oben drauf. Da könnt ihr jetzt bitte auch nochmal einen Wecker stellen. Ich brauche einen Timer in 8 Minuten. Pascal sagt, hey Bobby, ich will mir demnächst einen kleinen Grillanhänger bauen. Cool. Aus dem HP 350, wenn es dir was sagt. Was würdest du drauf machen? Also Anhänger eignen sich ja immer für Smoker oder so eine Geschichten. Aber was willst du machen? Gasgrill oder Kohle oder was soll denn das werden? Also in welche Richtung geht denn die Geschichte? HP 350 sagt mir jetzt nichts. Außer Digitaldrucker wird wahrscheinlich eine Anhängervariante sein. Schreib mal, was du dir vorstellst, in welche Richtung das gehen soll. Gegen das Rauchen eine Alternative. Dampfen. Hast du selbst schon probiert? Ja, ja. Müsste mir jetzt einfach wieder eine neue Dampfe anschaffen wahrscheinlich. Muss ich mal gucken, was ist denn da momentan angesagt? Bei den Dampfgeräten. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig Flüssigkeit hier. Ne? Na, du hast ja noch Fond. Dann nimm noch ein bisschen Geflügelfond. Ja. Andere würden jetzt Wasser nehmen, aber ich glaube... Freunde, Wasser. Wir nehmen nie Wasser, weil Wasser schmeckt nach was? Na, was schmeckt Wasser, Saskia? Nach was? Nach nichts. Ja, richtig. Nach nichts. Der Metzger Waschel hat es erfasst. Der 8-Minuten-Wecker ist gestellt, bitte, ja? Welchen Grill würdest du auf dem Balkon empfehlen? Kommt auch wieder darauf an, was ihr machen dürft. In vielen Mietverträgen ist leider mittlerweile verankert, dass man nicht mal mehr Gas grillen kann. Ich verstehe das auch nicht. Aber wenn es ein Gasgrill sein darf, dann ist auf jeden Fall der Broil King Porter Chef eine Empfehlung. Den gibt es auch mit Unterwagen, wenn ich mich nicht irre. Also den gibt es als diese Grillversion und als Unterwagen. Und was haben wir denn bei René auf dem Balkon gestellt? Also Royal 340 oder sowas? Guckt mal in meinen Videos, bitte Unboxing-Videos. Da ist ein Grill bei... bei René auf dem Balkon, den wir da hingepflanzt haben. Welcher ist denn der? War das der Royal 340? Also, ja. Habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Müsst ihr mal nachgucken. Aber es gibt da einige Varianten. Oder wenn ihr wirklich nur Wert auf gute Steaks legt, dann kauft euch einen Oberhitzegrill. Die Dinger gibt es mittlerweile für 60, 70 Euro. Reicht meistens dann auch völlig aus. Kannst du Würstchen drauf machen, kannst du Burger drauf machen, kannst du wirklich gute Steaks drauf machen. Schiebst du halt vorher kurz indirekt in den Ofen oder was und dann Oberhitzegrill. Macht am wenigsten Lärm. Gibt auch ein paar Elektrogrill-Varianten. Wir haben schon getestet, dieses Steakboard von Severin, unbezahlte Werbung, George Foreman Grill und sowas, wa? Ja. Also Elektrogrills gehen halt auch. Gab es übrigens noch Kommentare zu dem Puls vorhin? Ja, wir haben Muffin von einem Züchter, allerdings sind wir da nicht ganz sicher, ob das wirklich ein guter Züchter war. Der Hund ist ganz, ganz fein, ganz toll. Ja, super Keine Hund. Keine Probleme. Alles gesund, super, super.
Ich wollte gerade sagen, super Geschäft gemacht, aber es ist tatsächlich, ja, man kann halt nicht immer gute Erfahrungen machen. Ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber bei diesem Züchter würden wir nicht nochmal einen Hund kaufen, obwohl das der beste Hund, nein, jeder Hund ist der beste Hund, oder? Genau. Welchen Grill auf dem Balkon, Züchter, warte mal. Outdoor-Küche, du hast inspiriert, Baby. Und zwar ist im Mittelpunkt ein Hexenofen. Oh, das ist schön. Das würde ich auch noch, das würde ich auch noch geil finden. Passt bei uns leider nicht mehr hin. Wir sind jetzt mittlerweile wirklich schon, also mit dem großen Bräuking und dem Keck jetzt auf der Seite, dem Tisch vorne, bin ich mit meinen 3x3 Metern, die ich ja leider nur habe, schon an meine Grenzen gestoßen quasi. Aber eine richtig große Außenküche. Also wenn das irgendwann mal läuft mit dem Grillen, Klaus, dann hol ich mir mal Pläne von dir. Der Finger ist da, sei gegrüßt. So, Grüße an den Finger. So, passiert jetzt hier eigentlich noch was oder zu weit runtergestaut? Doug Heffernan hat auch wirklich recht. Der George Foreman Grill ist wirklich toll. Also das, der das ist wirklich das gut. Das hat Doug gesagt oder war das Arthur? Doug and Gary, Doug and Gary. Arthur. So, bitte eine Zeit für den Reis. Ja. Ich muss hier schon mal in Geschmacksrichtung gehen, mal gucken, ob wir hier schon irgendwo angekommen sind. Ja, da gebe ich dir recht. Allerdings muss ich wirklich sagen. Oh, sorry. Hat Muffin nicht getroffen. Muss noch ein bisschen mehr Curry rein. Bei Doggen ist es ja immer so ein bisschen das Atmungsproblem. Und wir hatten vorher einen Franzosen. Und sie ist schon so eine Zucht, dass sie keine Atemprobleme mehr hat. Da haben wir halt extrem drauf geachtet. Der Franzose hatte da schlimmere Probleme. Und. Das ist bei ihr wirklich toll. Sie hat auch keine Hautprobleme. Nein, muss ich wirklich sagen, wenn man sich schon so einen Rassehund holt, ist man natürlich mega zufrieden, wenn man diese ganzen Probleme nicht hat. Ja, das ist richtig. Aber sie ist ja auch, wenn ihr euch die Fotos anguckt, sie ist ja jetzt keine volle englische Bulldogge. Das geht auch schon wieder in die Continental-Richtung. Also ihr Vater war ein Old English. Davon gehen wir mittlerweile mal aus. Wir haben sie tatsächlich als englische Bulldogge gekauft. Aber nach Recherchen, wie gesagt, ohne da weiter darauf einzugehen, war der Vater ein Old English, was ihrer Gesundheit wirklich sehr, sehr gut getan hat. Also alles gut. Aber sie hat dann eine längere Schnauze, kann besser atmen. Old English Bulldog ist gut. Ja, finde ich auch. Danke, Erik. Ist ja auch ein bisschen laut, wenn er nicht schreit. Warte doch nicht. Ob du Kontakt zum Grilljunkie hast? Nö, also ich weiß, wer es ist, aber ich habe jetzt, wir haben da jetzt keine größeren Kontakte zueinander. Nicole sagt noch 10 Minuten der Reis. Aber schöne Grüße an den Grilljunkie. Was, noch 10 Minuten? Ja. Wir waren doch schon bei 20, oder nicht? Naja, 30, 35 Minuten steht drauf. Ich sehe schon, wir essen hier verkocht nachher. Sind wir schon bei 8 Minuten bei dem Curry hier? Sahne hast du noch nicht drin, ne? Nein. Da wollte ich ja den 8 Minuten weg. Ja, grüße dich auch zurück, Firefighter. 8 Minuten sind rum, sagt Kamek. Gut, dann Sahne noch dazu. Darf ordentlich Fett drin sein. Wir haben vorhin mal was gelesen. Was müssen wir machen, um dieses Rezept wieder abzutrainieren? 30 Minuten Radfahren, 50 Minuten Schwimmen oder sowas? Foodnarko ist da. Oh, Jackpot. Ja, kannst du ihn aus dem Knast holen? Der wurde beim Soßenschmuggeln erwischt. Dicker, wirklich? Also wir warten händeringend auf neue Foodnarko-Soße. Ne? Die ist nämlich fast überall ausverkauft. Außer bei uns im Shop, da gibt es noch so 3-4 Exemplare davon. Und der Foodnarko ist auf der Suche gerade. Bist du gestern über die Grenze gegangen? Und heute wieder? Haben sie dich erwischt? Jackpot, wir brauchen Soßen. Wo müssen wir dich rausholen, Dicker? Wo müssen wir dich? Schreib mal in die Kommentare, wo wir dich rausholen müssen. Wir fahren nach Tijuana und holen dich aus dem Knast. So, Baby, die Meinungen sind leider sehr unterschiedlich für dein Curry. Noch eine Minute, noch 5 Minuten, noch 7 Minuten. Ich sag ja, ihr wollt mich verarschen, oder? Balkongriller sagt, Fett ist gesund, lass den Reis weg. Aber nur das Curry? Ja, könnte man eigentlich auch. So als Süppchen, oder?
Oh, das kommt hier aber schon sehr, sehr geil. Jetzt die Sahne drin? Ja, Sahne ist drin. Danke, Anja. Euch auch einen schönen Abend. Dankeschön. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Ja, es riecht auch fantastisch. Ich habe, wie gesagt, die meiste Angst habe ich vor meinem Reis. Ach, Quatsch. So, noch ein bisschen mehr Hitze. Hier noch mal ein bisschen reduzieren lassen. Wenn ich einen Herd, Freunde, donated für den Herd, bitte. Wir brauchen, was ist denn, kann ich hier nicht auch Gas einbauen eigentlich, Saskia? Was ist denn mit dem Gasherd? Nein, ich will hier keine Gasflasche drin. Ja, wir haben leider kein Gas anliegen, das ist das Problem. Das heißt, ich müsste mit einer Flasche arbeiten. Und warum? Saskia, aber du hast draußen einen Gasgrill. Ja, aber draußen ist manchmal kalt. Vielen Dank, JH oder JH? JH? Servus Bobby, Saskia. Mein erster Livestream von meinem Lieblingskanal. Grüße euch alle hier. Bam. Grüße aus Bayern. Wie der erste. Grüße nach Bayern zurück. Was heißt denn der erste Livestream? Wir sind öfter mal live. Freunde, was haltet ihr denn davon, wenn wir es irgendwie zeitlich schaffen, wenn wir uns da Samstag immer auf den Livestream... Also Samstag oder Freitag? Sassi, was meinst du denn? Ja, ich weiß nicht. Das stimmt doch mal ab. Wollen wir mal einen regelmäßigen Livestream hier in der Küche oder dann auch mal am Grill machen? Immer freitags oder immer Samstag, was wäre euch denn lieb? Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, Freitag oder Samstag. So, was gibt's bei uns im Fernsehen? Oh, das müssen wir spontan entscheiden. Wir müssen hier mal, warte mal, nacheinander. Ihr könnt mir auch gerne mal die Fernsehtipps für heute Abend reinschreiben, aber erstmal müssen wir mal Freitag oder Samstag abstimmen. Wir haben momentan 188 Zuschauer. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Da geht doch noch ein bisschen was, oder? Teilen, liken, Freunde. So, Jackpot ist in Cancun. Na dann, buddel mal, mein Bester. In Cancun? Samstag. Ja, ich finde Samstag auch besser. Da muss man halt immer gucken, dass man das zeitlich irgendwie auf die Reihe kriegt. Auch wieder so 18 Uhr oder später. Muss ich den Reis jetzt eigentlich dann abgießen? Wie soll ich den denn abgießen? Sieb, Baby. Sieb. Und zwar unten in der Mitte. Wir haben doch kein Sieb, wo kein Reis durchfällt. Thomas sagt, du sollst auch Twitch machen. Twitch? Freunde, da brauche ich mal ein bisschen Hilfe. Also ich glaube, für Twitch brauche ich erstmal noch ein bisschen Hardware und dann brauche ich mal jemanden, der mir diesen ganzen Rotz einstellt. Ich habe euch das schon ein paar Mal erzählt, ich bin so C64-Generation. Ich habe da echt keinen Plan. Da brauche ich wirklich viel, viel Hilfe, glaube ich, bevor ich nach Twitch gehe. Also viele sagen Samstag. Ja, ich bin froh dafür. Das ist aber noch hart. Ne, der ist noch nicht gut. Grüße an den Bodensee. Oh, Bodensee ist auch wunderschön. Was, also Samstag ist schon entschieden, oder was? Wir müssen mal gucken. Also ich würde wirklich gerne regelmäßig live gehen hier. Vielleicht schaffen wir es nicht jede Woche, aber vielleicht alle zwei Wochen oder so weit. Was, viermal im Monat? Sollten wir doch hinkriegen. Ja. Ich plane mir ein bisschen mehr Zeit fürs Grillen ein in nächster Zeit. Das ist versprochen. Habe ich ja vorhin schon angesprochen. Hat sich ein bisschen was geändert in meinem beruflichen Werdegang, Freunde. Deswegen werde ich demnächst vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, für die ganze Grillgeschichte. Darauf freue ich mich sehr. Nicole sagt, Reis müsste fertig sein. Mhm. Habe ich gerade probiert. Schmeckt ziemlich hölzern. Ja, aber vielleicht ist es auch die Sorte. Solange du aufhörst, Heineken zu trinken, ist auch gut. Freunde, das ist völlig egal. Jedes Bier schmeckt besser auf 0. Hier ist schon wieder gar nichts mehr drin. Ist aber auch hier. Das verdunstet hier in der Küche immer so immens. Das ist unglaublich. Ja, heute kein Kokosblütenzucker und kein Piment des Palettes. Was? Nein. Wartet mal. Hat sie sich geirrt. Wo ist das Piment? Ich stehe auf scharf und nicht auf süß. Ja, aber Kokosblütenzucker ist drin. Ja, aber ein Chicken Curry, das ist jetzt nicht scharf. So, wir haben schon ein bisschen Chili mit drin durch die glorreichen Halunken, aber nee, das muss auch reichen. Muss jetzt hier auch nochmal probieren. Ja, es tut mir leid, den Löffel schmeiße ich jetzt nicht. Ich habe gerade schon fast den Hund gepfählt. Wir haben hier eine C64-Fraktion. Sehr nice. Was fehlt noch? Schärfer. Ja. Ja, ist gut, oder? Ist gut. Ein bisschen scharf könnte noch rein. Ich mache noch ein bisschen glorreiche Halunken dazu. Aber ansonsten... nein.
Bobby traut sich nicht. Was? Scharf zu machen. Ich bin gar nicht so für scharf. Ach so. Siehst du, können wir ja auch noch machen mit der Suppe, ne? Da wollten wir auch noch mal was machen. Saskia hat mich herausgefordert zu einer Schärfe-Challenge. Und zwar, ja, ich kann das jetzt gar nicht alles vorweg spoilern, aber ein guter Bekannter von uns hat uns mal scharfe Soßen, nee, anders. Sassi ist so ein Yum-Yum-Freund, ne? Kennt ihr hier diese scharfen, Quatsch, diese Nudeln, was sind das? China-Nudeln aus der Packung, ja. Mit Wasser drauf und scharf. Und ein Kumpel von uns hat uns welche mitgebracht, und zwar tatsächlich zufällig so eine ultrascharfen Geschichten. Ich habe letztens da gesessen und Saskia löffelt die Dinger so weg. Ich habe nur mal kurz probiert, ich bin schon fast gestorben. Und Saskia hat mich jetzt herausgefordert auf eine Challenge. Die könnten wir vielleicht auch mal live machen, oder? Ja. Ja, eine Yum-Yum-Schärfe-Challenge. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal unten in die Kommentare ballern. Aber ich bin, scharf ist wirklich nicht meins. Ne? Oh, das sieht hier aber alles schon sehr, sehr fantastisch aus, meine Freunde. Kein Heiligen. Baby, wo ist dein Bier? Ich hab ja wieder, nicht, hol's mir erlischt. Muss ja hier sitzen. Das ist ja wie immer, muss ja mal alleine machen. Würdest du mir noch ein Bier aus der Garage holen, vielleicht? Ja, ich finde die auch total lecker. Aber ich mache die wohl falsch, hat der Blocki gesagt vom Werbe Beef. Weil ich koche die Nudeln immer ein bisschen ein in dem Wasser. Ein bisschen Salz. Und allem. Und andere machen die Nudeln später rein. Ich mag aber, wenn es doch so ein bisschen sämig ist. Sehr lecker. Ja, es ist Edelstahl-Mosaik. Das sind Klebefliesen, die kann man im Bauhaus holen und kann sich somit einen wunderschönen Fliesenspiegel bauen. Ja, aber denkt bitte dran, die kleben einmal und dann für immer. So, das heißt, Klebefliese verkackt, Klebefliese klebt dran, musst du wieder abkratzen, 5 Euro für den Arsch. Nur mal so im Vorfeld. Wir hatten viel Spaß dabei. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß. Das hätte auch fast unsere Ehe gekostet, glaube ich. Vielen Dank, Markus. Lass das mal kurz kochen. Ja, ich glaube auch, er wird verlieren. Bin mal kurz eine Minute weg. Bei was werde ich verlieren? Warte mal, ich muss mal hier rausschleichen. Na, bei der Schärfe. Mhm. Noch mal kurz weiter. Vielen Dank. So, der Gute holt sich jetzt ein Bierchen, aber ich kann euch sagen, das wird so ein Vergnügen zu sehen, der stirbt mit dem Chili, ich sag's euch. Sehr, sehr geil. So, jetzt lässt er das Chili das Curry verkochen, ich hoffe nicht. Aber das sollten wir vielleicht auch live machen. Das wird geil. Na, Pippi muss er noch nicht. Ja, vielleicht sollte ich das nachmachen. Oh Gott, der stirbt hier 7 Tote. Das kann ich nicht machen. Bobby, ich hatte dich heute angeschrieben, aber keine Antwort bekommen. Da werde ich ihn gleich mal fragen. Nö, Bier hat er selber geholt. Er will es auch selber trinken. Ich muss. Der Luxus bleibt mir leider erspart hier. Ja, auf jeden Fall machen wir die Chili-Aktion. Auf jeden Fall. Aber ich habe in der Garage noch einen Heineken gefunden. Sehr, sehr schön, oder? Ist natürlich alles alkoholfrei, Freunde. Ja, eine Fischspezialität, eine spezielle, wo vielleicht auch noch kommt. Fisch, auf was hättet ihr denn Bock? Ich habe, was haben wir zuletzt gemacht? Lachs, wa? Lachs, ich hatte letztens gesagt, ich habe Bock auf Thunfisch. Wenn ihr Bock auf Thunfisch habt vom Grill, mal bitte jetzt die 1 in den Chat. Ich weiß, Meeresfrüchte ist immer ein bisschen schwierig, aber ich habe da eine geile Idee für ein cooles Thunfischrezept. Wo ist da jetzt mein... Nee. Schärfe, zu Strömming. Ich möchte die 1 sehen, bitte, für Thunfisch, Freunde. Ballert mal ordentlich rein hier. Nein, Robin schreibt 2. Was war Option 2? Surströmming. Surströmming, oh Gott, nee, das wird ja immer extremer in die ganze Geschichte. So, was ist mit meinem Reis? Der müsste schon längst fertig sein. Was ist die 6? Ich sehe hier nur was schwarzes Wasser. Was waren die 6? Ich sehe hier nur schwarzes Wasser, Freunde.
Also ja. Den Reis werde ich nicht nochmal kaufen. Aber so muss es sein. Oh, eins nimmt überhand. Ja. Dann wird es demnächst mal Thunfisch geben. Was haben wir denn noch alles auf dem Schirm? Pulled Pork wollten wir auf jeden Fall wieder machen, mal ein Schicket, wa? Ja. Rindernacken. Wann machst du denn mal Rindernacken? Kann ich mir mal einfallen lassen. Pizza wollten wir mal wieder machen. Ich glaube, Pizza kommt. Und freut euch bitte auf das Gericht morgen. Ja, nicht vergessen, stellt euch mal einen Wecker. Morgen um 10. Müsst ihr mal gucken, wie ihr mit der Zeitumstellung klarkommt. Kommt ein wirklich exquisites Gericht von mir. Muss ich mir eigentlich, ich habe eine Soße gekocht, Freunde, die müsste ich mir eigentlich patentieren lassen. Bitte morgen um 10 Wecker stellen, YouTube auschecken, neues Video, ja? Grüße zurück nach Düsseldorf. Ja. Ja, komm, Thunfisch kommt, Freunde. Also irgendwie bin ich mit dem Reis nicht einverstanden. Elbmarsch, ja, dann ist der aber so, Hasi. Der ist aber richtig körnig. Was immer? Mal probieren. Bitte nicht den Mund verbrennen. Ja, der ist aber gut. Der ist ja nicht geschält. Da ist Schale dran, ne? So, was soll ich denn jetzt für ein Sieb nehmen? Na, unten, Baby. In der Mitte? Das Grüne. Das Grüne? Mhm. Bitte? Ja. Wenn ich Ahnung hätte, was in dieser Küche so rumsteht. Draußen in der Grillecke kenne ich mich aus. Nicht da abgießen, bitte, in der Spüle. Vielen Dank. Ich war vorhin übrigens noch mal 2 Stunden einkaufen. Auf einer Einkaufstour, die normalerweise nur 30 Minuten gedauert hätte, ist natürlich, man kennt die, ne? Am Samstag einkaufen gehen, kurz vorm Krieg hier, keine gute Idee. Aber wir haben alles bekommen. So, also einfach abgießen den Reis, ja? Ja. Ja, lass uns mal überraschen. Fischburger sind auch geil. Auch sehr lecker. Wow. Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Beschlagen. Grüße zurück an den Ruhrpott. Schöne Grüße in den Ruhrpott. Der Rewe ist aber auch groß, ja. Aber schön. Voll vor allen Dingen. Voll. Chicken Nugget Burger klingt auch sehr lecker. Geile Idee, hast du ein cooles Rezept? Schick mir was rüber. Ich habe vermutlich ein wenig zu viel Sahne jetzt wieder reingekippt. Ich komme nicht auf die Konsistenz, die ich haben möchte gerade. Ist noch ein bisschen dünne, ne? Ja, geschmacklich. Mmh. Sensation, Freunde. Sensation. Die Leute wollen schon wieder wissen, was du arbeitest. Grillen, Griller natürlich. Grillen ist auch Arbeit, Freunde. Nein, naja, ihr wisst ja, ich spreche nicht über meinen Arbeitgeber, beziehungsweise jetzt tatsächlich über meinen alten Arbeitgeber, denn die Arbeit, die ich die letzten 10 Jahre getätigt habe, ist jetzt tatsächlich vorbei. Ich gönne mir den Ruhestand. Ja, nicht ganz. Aber ich werde mir ein bisschen mehr Zeit nehmen fürs Grillen und mir ein bisschen mehr Zeit freischaufeln auf jeden Fall. Mal gucken, was noch so geht. Aber momentan bin ich erstmal relativ glücklich befreit. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ne? Cheers. Fußball eigentlich eher, ja, wir sind so die typischen EM-WM-Fans, aber eigentlich ist unser Sport American Football oder Boxen. Richtig, aber wenn er mich fragt, natürlich Berliner Herzfreunde, Hertha BSC und Union zu teilen. Wobei dann eher vermutlich Hertha. Aber alle Berliner Clubs, ne? Grüße mal den Barbecue-Bären. Oh, Grüße an den lieben Barbecue-Bären. Dicker, wir müssen auch, ne? Dieses Jahr mal connecten ordentlich. So. Sag mal Bescheid, wenn du Zeit hast. Du bist heute angeschrieben worden von Zelle 1981. Er hat eine Frage an dich. Heute Mittag. Wo denn? Ich weiß nicht, auf welcher Plattform. Freunde, wir geben uns wirklich Mühe, ganz, ganz viele eurer Nachrichten zu beantworten. Aber ohne Scheiß, momentan, wir kriegen so zwischen, ich würde sagen, 200 und 300 Nachrichten am Tag. Also was Instagram, Facebook, E-Mails und sowas angeht. Und Kommentare bei YouTube. Wir arbeiten wirklich ordentlich daran, möglichst alle eure Fragen zu beantworten. Wir schaffen es leider nicht immer.
Nicht immer. Es sei mir verziehen, bitte. Da braucht man einen eigenen Angestellten, der nur Kommentare beantwortet irgendwann. Rainer Schunk hat das sehr, sehr geil zusammengefasst. Du bist von Beruf Seriengriller. Seriengriller, ja. Das kann man so machen. Also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit meiner Konsistenz. Vielleicht doch, hätte ich doch ein bisschen weniger Flüssigkeit nehmen sollen. Aber der Geruch und der Geschmack ist fantastisch. Ich glaube, wir essen das trotzdem einfach, oder? Grüße gehen zurück an Markus und Daniela. Sehr schön, macht weiter so. Das ist schön. Super, wenn die Leute immer wieder unsere Videos gucken und da auch ein Feedback geben. Okay, er hat auf Facebook geschrieben. Auf Facebook? Ich guck mal, worum geht's denn? Kannst du doch öffentlich sagen? Dann beantworte ich es dir gleich. Nein, nicht beim BND. Der Kick geht am Start, sobald die Temperaturen draußen etwas beständiger sind, dann macht das nämlich auch mehr Spaß. Ja, Freunde, wir brauchen für Kohlegrillen tatsächlich immer mehr Zeit als für Gasgrillen. Dementsprechend nehmt es mir nicht übel, ich brauche noch 2-3 Wochen, bis das Wetter so angenehm ist, dass ich auch länger da draußen wieder rumstehen möchte. Na klar darfst du dir ein Bier öffnen, Baby. Darf sich Kelle ein Bier öffnen? Ja, ausnahmsweise. Der Finger schreibt, morgen wird er sehr früh aufstehen, denn du wirst schon um 10 posten. Naja, ihr dürft ja nicht vergessen, ist nicht Zeitumstellung, Freunde. Zeitumstellung heute Nacht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber kriegen wir alles hin. Und der Finger... Ich bin nicht zufrieden mit meiner Soße. Ja, morgen um 10 auf jeden Fall einschalten, bitte. Ich muss jetzt aber mal, hier gibt es jetzt mal ein Probierhäppchen für Saskia. Du musst es noch in die Kamera halten, Hase. Ja, das ist, kommt sofort. So, guck mal, Freunde. Zack. Oh, noch ein bisschen was Grünes, ne? Für die Optik. Geil. Das, Freunde, könnt ihr das sehen? Ist Bobbys Chicken Curry auf rotem Reis. Riecht fantastisch, schmeckt fantastisch. Wie gesagt, die Konsistenz der Soße hätte noch ein bisschen dicker sein können. Ich könnte es jetzt hier mal noch 10 Minuten einkochen lassen, glaube ich. Wird nur geiler, aber Sassi muss probieren und muss das jetzt bitte bestätigen. So, bitteschön. Einmal testen, bitte. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh, wir haben 200 Zuschauer erreicht. Vielen Dank für euren krassen Support, Freunde. Schmeckt sehr, sehr gut. Vielleicht wäre Basmati-Reis wirklich die bessere Wahl gewesen. Warum? Was gefällt dir an meinem Reis nicht? Nein, der Reis ist, er ist ein bisschen körniger. Also ich bin ja so ein Optikmensch, ne? Ich stehe ja immer darauf, wenn irgendwas anders aussieht. Es ist relativ gar nicht. Ne? Es ist ein hartes rotes Reiszeug. Aber schmeckt. Sehr lecker. Sehr lecker. Also ihr habt gesehen, geht wirklich sehr, sehr einfach. Und ich glaube fast behaupten zu können, ich kann mit jedem Inder mithalten, oder? Würdest du jetzt im Restaurant auch nicht anders bekommen? Nein, sehr gut. Schön. Also. Curryballer. Ich werde auch versuchen, das Video diesmal stehen zu lassen, wenn das irgendwie funktioniert, damit ihr euch das Rezept abschreiben könnt. Freunde, was wollt ihr denn sehen? Ich bin immer für Informationen offen. Ne? Also wenn ihr mir sagt, was ihr mal als nächstes so grillmäßig verarbeitet haben wollt, immer in die Kommentare ballern, bitte. Wir sind gespannt. Wie gesagt, Pizza wird nochmal kommen, Pulled Pork wird kommen. Morgen kommt was super Geiles. Was haben wir denn noch auf dem Schirm? Ich habe irgendwo einen Zettel, wo ich mir was aufgeschrieben habe. Der ist natürlich jetzt gerade nicht da. Hast du das falsche Glas genommen? Oh mein Gott. Und ich habe mich schon gewundert, warum das Bier so komisch schmeckt. Ja. Der Barbecue-Bär wollte schon immer nach Berlin. Ja, du bist herzlich eingeladen, mein Lieber. Ja, jederzeit. Sag einfach an. Wie gesagt, wir haben mittlerweile auch ein bisschen mehr Zeit. Wenn du Zeit hast, komm rein. Das Hauptquartier steht immer für dich offen. So. Ein machen. Oh, der Firefighter ist auch ein Hardcore-Griller, hat auch schon im Februar bei minus 20 Grad gegrillt. Sehr gut, großen Respekt, so muss das sein, mein Lieber. Mexikanisch kommt auch, ist schon in Planung. Ja, da kommt was.
Sobald die ersten Sonnenstrahlen mein Gesicht erhaschen, gibt es wieder Mexican Food. Da habe ich nämlich auch sehr, sehr Bock drauf. Wir sind halt aber auch sehr, sehr geprägt von diesen ganzen Urlauben. Amerika, Mexiko. Ja. Ah, es geht wenig über mexikanisches Essen. Kann man eigentlich Schweineleber räuchern? Oh, das ist eine gute Frage. Da bist du jetzt bei mir an der falschen Adresse. Ich bin ein großer Leberfreund, was Rinder- oder Kalbsleber angeht. Schweineleber, muss ich tatsächlich gestehen, habe ich in meinem Leben noch nie gegessen. Es kam einfach auch nie dazu. Also, wenn du dich da besser auskennst, sag mir gerne Bescheid. Dann machen wir da vielleicht auch mal was. So. Das ist meine kleine Portion für mich. Ein XXL-Burger mit Strauß und Spiegelei. Muss ich mal gucken, welche Straußenfahren im Umkreis von Berlin so aktiv ist. Ne? Eine? Ja? Ja, Freunde, ist geil. Keine Übertreibung, das ist geil und so einfach. Tut mir leid, dass ich auf was vorerschätze. Habt ihr mir schon geschrieben, was heute im Fernsehen kommt? Bitte mal Tipps, Free TV oder auch gerne Tipps für Netflix. Auf jeden Fall mexikanisch, liebe mexikanisch und schön scharf. Ich stelle es noch ein bisschen runter. Exotisch, Kamel, könntest du dir das vorstellen, Babe? Kamel, tatsächlich habe ich mit meiner lieben Omi, Grüße gehen raus, letzte Woche erst darüber gesprochen. Und zwar die mir erzählt, dass sie vor, jetzt muss ich lügen, wahrscheinlich vor 30 Jahren in Brasilien war, im Urlaub. War eher so eine Kaffeefahrt wahrscheinlich, die sind immer Kreuzfahrten gefahren, sind immer auf dem Schiff immer hin und her geschoben worden. Und dann sind sie in ein Restaurant in Rio de Janeiro gebracht worden. Und da... Moment. Da wurde ihr ein Gericht vorgesetzt. Es sah komisch aus, hat komisch geschmeckt. Sie hat es dann zur Hälfte aufgegessen, bis sie dann erfahren hat, dass sie Kamelfuß serviert bekommen hat. Weiß ich nicht. Gibt es irgendwo einen Kamelzüchter in Brandenburg? Also, zum TV-Programm kam exakt The Beach von Leonardo DiCaprio, aber ich glaube, den kennen wir schon, der ist schon etwas älter. Aber guter dann Film. Sagt Marco Cobra Kai auf Netflix, super Serie. Cobra Kai? Aber ich glaube, in Serie komplett wird schwierig heute anzufangen. Und Chris sagt Designated Survivor. Sag mir gar nichts, worum geht's da? Siehst du? Es schmeckt wirklich geil, Freunde. Ich hoffe, ihr habt alle schon gegessen. Castaway ist auch ein sehr, sehr geiler Film. Mhm. Rest in Peace. Sehr guter Film. Fantastisch. Esst mehr Chicken Curry. Ja, der Reis. Wir hätten mal lieber einen Basmati nehmen sollen. Aber ist geil, oder? Kann man so machen. Skins Club, haben wir gestern geguckt. Ja, beste, Freunde, beste. Und Marco sagt The Voice auf Amazon. Kamelenlippe, echt jetzt? Und das schmeckt? Wie muss ich mir das vorstellen? In welche Richtung geht ein Kamel? Oma konnte es mir auch nicht sagen. Schon mal Schichtfleisch im Dutch mit Entrecot gemacht, aber ich glaube, war das Entrecot? Nee. Nee, das kannst du auf der falschen Hausnummer. Nee, Schichtfleisch immer mit Nacken. Das ist ein anderes Tier, sagst du ja. Verrückt, oder? Ja, verrückt. White House Down. Schon mal Netflix. Gehört. Ich werde mir wohl deine Grillvideos annehmen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ne, Freunde? Aber bitte nicht mit leerem Magen. Mir wurde schon oft gesagt, dass das Körperverletzung ist, wenn man sich unsere Videos mit leerem Magen anguckt.
die Sperma-Klinik? Ist Vivian Schmidt nicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen? Also kein Held, aber... Wer ist denn Vivian Schmidt? Entschuldigung. Bernd das Brot, genau. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen an unseren Bots arbeiten hier, ne? Mod. Bitte bleibt alle gesund. Ja, auf jeden Fall. Passt alle auf euch auf, bleibt alle gesund. Gesundheit, Freunde und Familie ist das Wichtigste tatsächlich. Alles andere lässt sich ersetzen. Leider ist keine Abluft, ist eine Umluft. Da ist nur so ein oller hässlicher Filter drin, den ich andauernd wechseln muss, weil er komisch anfängt zu riechen. Ist jetzt nicht optimal, also wenn ich gebaut hätte, wäre das anders. Das schmeckt so geil, Freunde. Das härteste Quiz Deutschlands. So, habt ihr noch irgendwas für mich? Ansonsten beenden wir diese Körperverletzung hier auch mal langsam. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich am Start wart. Jetzt müssen wir nur wissen, wie Mehlwurm Heustrecke schmeckt. Ach, jetzt hört er mal auf, wie ist er noch. Wie gesagt, wir entscheiden uns noch, ob wir uns auf Freitag oder Samstag, was haben Sie jetzt gesagt, Samstag? Samstag live, vielleicht zweimal im Monat, sollten wir mal einen fixen Termin einfordern. Werden wir mal Gedanken drüber machen. Und jetzt reißt zwischen den Zähnen überall, das ist ja widerlich. Zu gesund. Freunde, cheers auf euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest Samstag und ein schönes Restwochenende. Morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Bleibt bitte gesund, macht was draus und vergesst nicht bitte morgen um 10 Uhr neues Video ballern. Egal ob 10 Uhr, 9 Uhr ist oder 11 Uhr oder man weiß es nicht. Irgendwas, es wird auftauchen. 10 Uhr, stellt euch einen Wecker, ballert unser neues Video. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ich glaube, ich bin draußen. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen weiter essen und dann gucken wir ein bisschen Fernsehen. Ne? Das ist schon fertig. Das ist ja nicht schlecht. So, haut da rein. Ne? Wir sehen uns am Grill. Morgen. Bye, bye. Ich schreie hier nur noch rum und mach das aus.